Klar, was für uns spricht, ist natürlich ganz klar die Nähe zu Mitarbeitern, ob es Sommerfest ist, ob es Weihnachtsfeiern sind, ob es Pflegestammtische sind. Wir sind sehr, sehr nah an den Mitarbeitern und ich glaube, das Erfolgsrezept ist, wir leben unseren Job und wir sind authentisch. Ja, hier stellt sich die Frage, warum haben wir so viele Mitarbeiter und warum wollen so viele Mitarbeiter zu uns kommen? Wir haben mittlerweile ein Volumen von über 1000 Bewerber im Monat. Ja, was denkst du, Jonathan, warum kommen so viele Mitarbeiter zu uns und warum wollen sie zu uns kommen oder warum sind sie bei uns? Das ist natürlich zum einen mal die Erfahrung, die wir als Unternehmen haben. Mhm. Wenn man sich in Anbetracht zieht, wie lange wir schon an diesem Markt agieren, eben speziell auch auf diesem medizinischen Fachbereich, das Know-how, das jede einzelne Person bei uns im Unternehmen hat, Kollegen, die vielleicht nicht direkt aus der Pflege stammen, haben wir aber alle trotzdem eine gewisse Affinität in die Pflege. Das heißt, grundsätzlich wissen wir als Unternehmen schon mal ganz genau, worum geht es da am Markt. Es ist einfach wichtig zu wissen, was passiert in eurem Alltag. Und das ist mal der Grundbaustein, denke ich, den man als Unternehmen haben muss. Wir sollten schon wissen, was in eurem Alltag da draußen so abläuft. Ja, das Schöne ist, wir haben ja natürlich auch Mitarbeiter, die früher im externen Bereich waren, die jetzt bei uns intern arbeiten. Wir stellen auch gerne Mitarbeiter intern ein, die aus der Pflege kommen. Da sind wir auch nah bei unseren Bewerbern und Mitarbeitern. Klar, was für uns spricht, ist natürlich ganz klar die Nähe zu Mitarbeitern, ob es Sommerfest ist, ob es Weihnachtsfeiern sind, ob es Pflegestammtische sind. Wir sind sehr, sehr nah an den Mitarbeitern und ich glaube, das Erfolgsrezept ist, wir leben unseren Job und wir sind authentisch. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ihr braucht einen Ansprechpartner im Unternehmen, der zum einen ganz genau Bescheid weiß, was bestimmte Besonderheiten in dieser Branche sind, was vielleicht bestimmte Dinge sind, wo man bei eurem Berufsbild oder bei eurem Werdegang auch ganz genau darauf achten muss. Wir möchten ja auch immer, dass ihr in Bereichen eingesetzt werdet, die euch zum einen nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern. Wir möchten euch als Kräfte fordern. Und deshalb braucht ihr einfach auch im Unternehmen einen kompetenten Ansprechpartner, der einfach auch ja, Bescheid weiß. Ja, ich denke aber auch, das ist ein Thema sicherlich und auch ein anderes Thema, unsere lukrativen Zusatzleistungen, die sehr, sehr gefragt sind, ob es jetzt um Weiterbildung geht, ob es jetzt um vermögenswirksame Leistungen geht, Reisekosten und. Das sind alle Faktoren, die da zusammenspielen, dass der Mitarbeiter bei uns ein Rundum-Paket hat, ja, und einen zentralen Ansprechpartner im Unternehmen hat, wo er nicht jede Woche jemand anders anrufen muss, sondern einen Mitarbeiter intern sich um die Belange seiner Mitarbeiter kümmert und dadurch natürlich eine ganz andere Qualität bieten kann und ganz anderen Service. Genau. Jemand, der euch auch ganz individuell kennt, der ganz genau weiß, was funktioniert in eurem Arbeitsalltag, was sind Dinge, die ihr vielleicht im Arbeitsalltag weniger gerne macht, die ihr weniger, mit denen ihr weniger gut zurechtkommt. Einfach jemand, der euch als Person kennt und während eures Werdegangs im Unternehmen eben auch mal beratend zur Seite steht. Einfach aber auch mal mit dem offenen Ohr, wenn ihr einen schlechten Tag hattet. Einfach auch mit einem konstruktiven Vorschlag, wie man Dinge beheben kann. Aber gegebenenfalls eben auch mit dem starken Rückhalt, sollte in der Einrichtung mal was nicht klappen, dass ihr dann eben auch jemanden habt, der auch hinter euch steht, eure Interessen am Schluss dann eben auch vertritt. Ja, wie gesagt, überzeugt euch von der Qualität von unseren Leistungen, bewerbt euch bei uns und vor allem nehmt an unseren Feiern teil, ob es ein Sommerfest ist, Weihnachtsfeier oder auch Pflegestammtische. Folgt uns auf Facebook, folgt auf Instagram. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich, euch kennenzulernen.